Einen schönen guten Morgen. Oh, guten Morgen. So sieht jemand aus, der keinen Bock hat. Und so sieht jemand aus, der richtig Bock hat. Keine Ahnung. Jetzt mal dahingestellt. Keine Ahnung, was hier heute los ist. Ich bin so demotiviert. Ich habe gar keinen Bock. Aber... Naja, vielleicht kommt der Bock ja unterwegs. Vielleicht finden wir irgendwo einen. Wer weiß. Vielleicht finden wir irgendwo einen. Das hat irgendwie die Erfahrung hat gezeigt, dass ich meistens dann ja doch irgendwann motiviert werde. Aber ehrlich gesagt bin ich auch gerade übelst allergiegeplagt. Du hast gar nicht gesagt, was hingeht übrigens. Ja, ist doch erstmal egal. Ach so. Wichtig ist, dass ich keinen Bock habe. Ja, okay, alles klar. So. Tja, vielleicht fahren wir einfach nur einkaufen. Ja, das wäre auch was. Wir brauchen übrigens noch Salat. Ja, geht heute mal wieder ins Silberbachtal. Da waren wir ja zu Anfang Corona-Zeiten schon mal. Fellmastod. Wollen auf den Fellmastod. Auf die lippische Fellmastod. Es gibt ja auch noch die preußische. Ich weiß es nicht. Es gibt zwei. Wir gehen auf die lippische. Das ist ja jetzt blöd. Ich habe mit was anderem gerechnet. Wieso? Ja, ich dachte, dieses coole Fellmastod mit den ganzen Felsen und so. Ich denke, das wird es auch sein. Die sind da nebeneinander. Naja, gut. Wir schauen uns das einfach mal. So viel zum Thema Motivation. Wupp, wupp. So, wir sind auf dem Weg. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich versuche das mal hier so ein bisschen einzufangen. Hier ist so ein kleiner Fluss. Richtig lauschig. Die Sonne ist auch so ein bisschen da, aber es ist hoch. Es ist halt extrem angenehmes Wetter. Mhm. Und wir haben jetzt noch einen Kilometer ungefähr. Bis zur Fellmastod. Bis zur Fellmastod. Das sind auf 441 Metern. Und ja, dann schauen wir mal. Dann geht es noch richtig schön durchs Silberbachtal. Und die Motivation ist ein bisschen besser geworden. Wie immer. So. Wir haben die Route verlassen. Wir haben die Route verlassen. Und ich wackel jetzt hier einfach mal hoch. Ja, das ist Gebirge. Das ist geil. Das macht Bock. Den nehmen wir noch mit. Ja, also das hier ist jetzt noch nicht preußische Fellmastod, aber das ist hier irgendwas anderes. Wo komme ich denn hier hoch? Hier vielleicht? Ja, ich glaube, ist mit dem Telefon in der Hand ein bisschen gefährlich, wenn ich hier versuche hochzukrabbeln. Vielleicht lasse ich es auch. Aussicht ist geil. Bin mal gespannt, wie es dann auf der Fellmastod tatsächlich ist. Yes.
So, Herr Riesenberg möchte Abenteuer. Wir waren ja jetzt gerade schon auf dem Fellmaßtod 1. Ja, preußische Fellmaßtod. Jetzt geht's zur lippischen Fellmaßtod. Und wir sind hier auf Isla Nubla gelandet. So. Das ist der Weg. Du darfst vorgehen? Ich darf vorgehen. Ja, gucken wir mal. Das war wie eine Gazelle. Ja, so, eine Gazelle. Jetzt versuche ich es mal. Oh, das wird auch gefilmt. Also das Problem ist, ich bin ja auch ein bisschen kleiner, ne? Perfekt. Perfekt. Das war absolut beeindruckend. Jetzt geht's weiter in diese Richtung. Sieht schon sehr nice aus. Richtung lippische Fellmaßtod. Bis jetzt nur auf Fotos gesehen. Heute guck mal. Mal. Guck mal hier, wie. Heute mal wieder. Ich sag das. Flora und Fauna ist hier sehr das spannend. Das ist Isla Nubla. Ja. Ne? Und da hinten war auch schon ein Zaun, Elektrozaun. Ich denke, da waren dann die Raptoren. Ja, die Spitzenprädatoren. Spitzenprädatoren. Okay, wir gucken mal, ob wir noch durchkommen. Bis später. So, Freunde. So, ich werde hier die ganze Zeit angeflogen. Ja, wir haben es überlebt. Fellmaßtod, lippischer Fellmaßtod, ich weiß nicht, wenn sie lippische nicht so Fellmaßtod, ist das hier? Ja. Ja, sehr nice. Sehr cool. Ich versuche mal den Weg von da, da kommen jetzt gleich auch andere Menschen. So, da sind wir hergekommen und richtig wir gehen... nicer Weg. Also der Wanderweg, mega gut. Ja, richtig toller Wanderweg, richtig gutes Wetter. Gerade wird es schon fast ein bisschen heiß hier oben. Ja. Ja, ja, und ich würde sagen, gehen wir jetzt wieder Abstieg. Aber in eine andere Richtung, das ist ein Rundweg. Genau. Ja. Das sind noch ein paar Kilometer. So, heute ist natürlich Abenteuerwanderung. Das hier ist der wunderschöne Silberbach. Und das ist der passende Wanderweg dazu. Gut, dass wir andere Schuhe eingepackt haben. Ich weiß nicht, dass da jemand gesagt hat, auch ordentlich. Ja, gucken wir mal, wie wir darüber kommen. So, wir sind wieder zurück am Wanderparkplatz. War eine sehr nice Runde. Hat richtig Spaß gemacht, waren jetzt über 8 Kilometer auf jeden Fall. 9,1. Sind über 8? Es sind über 8 Kilometer. Hat richtig Spaß gemacht, so am Fluss lang und unterschiedliches Terrain und unterschiedliche Vegetation. Ja. Sehr nice. Ja, kann ich empfehlen. Jetzt tun mir die Füße weh. Ab zur Homebase. Homebase. Tschüss.